So, ich hätte gegrüßt und willkommen zurück zur 59. Folge. Immer noch bei Let's Play WoW Classic. Ja, eine Folge fehlt noch zu Folge Nummer 60. Ha, das hört sich doch schon mal sehr, sehr gut an. Ja, ich mache jetzt ohne Umschweife hier weiter mit den Raptoren. Ich bin auch nicht irgendwie wohin gegangen zwischenzeitlich. Ich drücke einfach mal mir selbst die Daumen, dass wir das jetzt noch mit unseren 5 letzten Melonensäften hier in der Tasche schaffen werden, die restlichen jeweils 6 Raptoren zu töten und zu besiegen. Ja, damit wir das relativ schnell hinter uns bringen. Weil ich bin mir auch nicht hundertprozentig so sicher, ob es eventuell eine Folgequest gibt. Wäre zwar schön, aber ich glaube, das war nicht mehr der Fall. Nachdem man ja die kleineren, jetzt die größeren und die Fragmente hier sammelt, bin ich einfach mal spontan der Meinung, dass da nichts mehr nachfolgen wird. Und ja, sonst bleibt mir noch zu sagen, meine tolle, schicke Kamera läuft und läuft und läuft. Ich bin da echt glücklich drüber. Klasse Bild, klasse Licht vor allem. Darf ich nicht vergessen, es ist ja nicht nur die Kamera. Ist ja auch das tolle Licht, was mir hier jetzt entgegenstrahlt, damit ich nicht immer so abhängig bin von dem Questgebiet, wo ich gerade rumlaufe. Weil ihr wisst es ja aus den letzten Folgen oder aus allen Folgen, die bisher so erschienen sind. Ich habe ja immer so unterschiedlich selbst gestrahlt. Je nachdem, in welchem Gebiet ich so rumgelaufen bin. Wie gesagt, Rotkammgebirge. Hat man ja immer selbst so schön rötlich im Gesicht ausgesehen, da ja nun mal mir 2 Bildschirme hier entgegenstrahlen. Kontrollmonitor auf der Seite, da auch wo die tolle Webcam draufsteht. Und hier mein Zockerbildschirm. Ja, und das Ganze wird jetzt kompensiert von meinem tollen Logitech-Licht, was sogar einen Schatten wirft. 3D-Effekte hier sogar gleich mit dazu gekauft. Ja, ich hoffe, es ist alles so zufriedenstellend. Ich kann es immer nur weiter erwähnen in den ersten paar Minuten. Gebt mir bitte Feedback, falls ihr euch mit sowas auch besser auskennt, als ich es tue. Lasst mir Kommentare da, damit ich eventuell dann nochmal nachjustieren kann. Wie gesagt, alles habe ich so, was ich so herausfinden kann und klicken kann, habe ich gemacht. Und eingestellt und geguckt, geschaut. Wie gesagt, ich fand ja, dass es so ein kleines bisschen verzögert aussieht. Die Bewegungen im Bilde und der Ton. Dass das nicht ganz so hundertprozentig 1:1 sein kann oder ist oder wird oder wie auch immer. Aber das Einzige, was ich halt so sichtbar hier machen kann im OBS, ist halt eine kleine Wiedergabeverzögerung quasi im Millisekundenbereich einzustellen. Und ja, das habe ich gemacht. Ich hoffe, dass da ja einfach nur eine Millisekunde schon ausreicht. Und hoffe, dass das dann damit erledigt ist. Und dann die andere Frage, wie gesagt, ich bin hier dabei, mehrere Szenen einzurichten bei OBS, damit ich quasi auch in Vollbild abmoderieren kann, was ja auch zum Beispiel nicht so schlecht wäre. Aber wenn das einzurichten ist, nicht so schlimm, ne? Man macht eine zweite Szene, man fügt die Kamera ein und dann hat sich das eigentlich schon erledigt, weil er ja über den normalen Audiomixer hier er sowieso den Ton aufnimmt. Das muss ich nicht irgendwie ein zweites Mal hinzufügen oder so. Nur in der anderen Szene sagt die Kamera, leck mich, ich mach Standbild. Also ich reagiere quasi nicht, dass da ein anderes Eingangssignal kommen muss oder halt auch kommt. Und das finde ich so ein bisschen komisch, warum das so ist. Ja, da bin ich noch ein bisschen überfragt, wie ich das handeln muss in der anderen Szene.
warum dort dann halt die Kamera nicht, ja, quasi läuft. Also sie hat ihren Kontrollpünktchen ist an, also sie nimmt quasi auf. Also ist aktiv, aber OBS sagt, jo, mag zwar sein, aber ich zeige ein Standbild. Weil auf die zweite Szene halt, ja, mehr oder weniger nicht zugegriffen ist. Obwohl ich die zweite Szene halt aktiviere. Ja, und das macht mir ein paar Fragezeichen im Kopf. Woran das liegen kann. Da bin ich ein bisschen überfragt, weil einstellen kann ich nichts weiter. Ich kann sogar eine Überblendung und so machen. Die macht OBS aber auch nicht. Keine Ahnung. Er kann halt nur eine Schwarzblende. Warum er die echte Überblendung macht, die er anbietet. Keine Ahnung, warum er die nicht macht. Ja, da bin ich so ein bisschen überfragt. Also, falls sich damit jemand auskennt, wäre ich euch sehr, sehr verbunden, wenn mir da jemand helfen könnte. Weil es fände ich schon ganz cool, ne, wenn ich dann so die Abmoderation hier mache. Oh, Remob, oh, schnell weg. Oh, das kann nur ins Auge gehen. Salatan. Ah, könnt ihr es schaffen? Aber ich hätte doch gern erst die anderen fertig. Der fällt aber auch überhaupt nicht auf von der Farbe. Also wer da auf die Namen nicht schaut, wird böse überrascht werden, dass hier auf einmal ein Remob durchläuft. Es läuft ja natürlich so blöd, dass ich da nicht hinterher kann. Weil hier hat man ja sonst auch ein kleines Respawn-Problem. So, kommt er nochmal wieder. Endet sein Laufweg nicht so wirklich. Auf jeden Fall geht er durch die ganze Ausgrabungsstätte. Ich hätte ihn mir mal markieren sollen. Ach, da hinten. So, einmal so. Ist auch nicht gerade der schnellste Raptor. Jetzt ist die Frage, wo er langläuft, ob der denn hier nach links geht oder nicht. Weil meine restlichen Raptoren, die sind schon hier vorne wieder da. Es wäre natürlich toll, wenn der hier über die Brücke kommt. Ah, es war klar, dass der da lang geht. Aber denke, wenn der jetzt nicht irgendwie einen Unsinn macht und rumschreit und Hilfe holt, können wir uns den da unter die Brücke ziehen. Ich habe nur nicht volles Mana, aber es sollte schon gehen. So, dann kommen wir hier irgendwie. Hier sollte das funktionieren. Sei es jetzt nicht so schlimm. Level 29. Hat jetzt nicht so großartig viel mehr Leben. Boah, und ich kritte den weg. Sehr geil. Toll. Na toll. Wie kann ein Rare-Mob nichts dabei haben? Das ist ja ein Beschiss hier. Ich hatte jetzt gehofft, oh, naja, ein Raptor, dicke Haut. Könnte schwere Rüstung dabei haben. Nein. Nicht bei WoW Classic. Schade, schade, schade. Wie komme ich denn da hoch? Ah, ich muss da hochgehen. Logisch. Hier ist Kupfer und Zinn, was wir dringend benötigen. Warum immer man auf die Idee kommt, hier oben Spawnpunkte hinzulegen. Kopf ist da unten. Na gut, da renne ich jetzt nicht runter. Weil ich ja da hinten hin muss, um das Quest abzugeben. Aber hier sind endlich mal nicht nur zwei drin, sondern drei. Gut, also ein enttäuschender Rare-Mob. Und dann nehmen wir jetzt die letzten beiden Raptoren.
uns zur Brust, wie man so schön sagt. Ah, auch so ein Sprichwort, was, glaube ich, keiner mehr kennt. Wie sagt man, soll ich dich mir zur Brust nehmen? Ist das grammatikalisch korrekt? Ich nehme dich zur Brust. Komm her. Ah, Sprüche, die Eltern sagen, ne? So. Einmal auf die andere Seite gegangen. Den letzten Raptoren. Uns noch einmal durchbuffen und dann mit unserem letzten Rest Mana, den wir hier noch vorfinden, weicht er uns auch noch aus. Und wir machen uns das mal ein bisschen bequemer hier. Ach ja. So, sehr, sehr viele Raptor-Eiern auf jeden Fall. Oh, die sind auch nur 10er stackbar. Oh, das ist so nervig. Das ist auch noch so ein kleiner Nachteil, den ich bestimmt schon mehrmals erwähnt habe. Hier ist zum Beispiel der respawnte Raptor, der hier seinen Respawn-Punkt hat, auf den Weg zum Questgeber. Ja, es sind so die Kleinigkeiten, die Blizzard mal anpassen könnte. Wie gesagt, das Klassikgefühl wird dadurch doch nicht zerstört. Ich sag's ja immer wieder, ein, zwei Komfortfunktionen mehr würden überhaupt nicht das Klassikgefühl kaputt machen. Also dieses Anstrengende über den Suche nach Gruppe-Chat, eine Gruppe zu suchen, das muss ich nicht mehr haben. Wir haben es alle oft genug gehabt damals. Jeder kann sich daran erinnern, wie mühevoll das auch manchmal gewesen ist. Also haut das Gruppe-Tool an und lasst uns Spaß haben. Wäre doch viel, viel geiler. Ich muss nicht hier automatisch zu Instanz, was ist automatisch, möchte. Wie, das war ein Questmob. Oh, Alter, warum ist das ein Questmob? Das war doch, war das kein Rare-Mob? Salatan, jetzt muss ich den nochmal suchen? Wie kann das sein? Sag mir nicht, der taucht auf, wenn ich hier mehrere Viecher töte. Während ihr da unten wart, ist mir aufgefallen, dass eines der Biester herausstarren. Farblich aber nicht. Er war größer, bedrohlicher. Ja, geringfügig größer, bedrohlicher ist auch nicht. Ich könnte wetten, das ist derjenige, der die anderen hierher geführt hat und die Störung und für die Störung verantwortlich ist. Ich erbitte eine letzte Aufgabe. Sorgt dafür, dass Salatan und wenn die Schwere seine... Also ich habe jetzt irgendwie damit gerechnet, dass das ein Rare-Mob war. Gut, mir wäre es wahrscheinlich aufgefallen... Da hätte wahrscheinlich auch so exakt hier beim Namen irgendwie Rare stehen müssen. Das hat es natürlich nicht getan. Das habe ich schon gesehen. Aber ich dachte mir, na gut, hat einen Namen. Wird schon passen, ne? Nein. Ach Gott, ist das peinlich, ey. Jetzt muss ich den nochmal suchen. Ich weiß nicht, wie seine Respawn-Zeit ist. Das Problem ist, ich kann jetzt ja auch nicht einmal rumbotten. Salatan. Na toll, Salatans Kralle. Weil ich ja nicht mehr so viel... Mana Rack dabei hab. Okay, also das hätte ich mal vorher wissen sollen, dass der hier noch für mich Salatans Rache haben möchte. Dann kriegen wir auch nur noch so ein, naja. Obwohl das schon ganz cool ist, die Raptor-Bann-Rüstung. Zumindest für Jäger. Bei Leder. 30 Angriffskraft mehr, wenn man gegen Wildtiere kämpft. Und hier bekommt man übrigens das Rezept seltsam schmeckendes Omelett, was ich schon kann. Aber fragt mich nicht, wo ich es gekauft habe. Ja, das ist natürlich enttäuschend. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Salatan auch wirklich zum Questmob wird. Und ich hätte einfach gedacht, na gut, der läuft hier rum, könnte ein Rare-Mob sein, wir hauen ihn. Nein, ich habe mich getäuscht. Es ist doch ein Questmob gewesen. Aber eigentlich war ich doch stehen geblieben, Blizzard mal wieder zu kritisieren, dass wir doch ein paar mehr Komfortfunktionen bitte kriegen. Weil wir keine Lust mehr haben, Dinge zu machen, die uns schon 2006 gestört haben. Ja. So ist das leider. Gut, dann hoffe ich, dass der jetzt gleich auch auftaucht.
Und nicht so eine riesige Respawn-Rate hat. Der kam ja von hier irgendwo. Aber ich glaube, hier gibt es doch noch diesen Weg da oben. Hat der da nicht sein Nest? Oder ist hier oben Rehbob versteckt? Weil ich glaube, Salatan sitzt eigentlich hier oben. Ja! Ha! Habe recht. Aber warum der dann irgendwann losläuft durch die Ausgangsstätte, ist mir natürlich nicht bekannt. Warum der dann so einen Weg spendiert bekommt. Aber umso besser, dann muss ich nicht extra warten, dass der hier irgendwie langläuft. Ich muss dann nur zusehen, dass ich mit meinem Mana hier zurechtkomme. Der sitzt hier oben. Also für jeden, ne, die gerne die Quests auch noch machen müssen. Hier oben hinterste Ecke. Normalerweise Salatan. Ohne dass der da unten rumläuft. Und man sich denkt, oh, Remob. Nein. Hier oben gehörst du hin. Und es wäre toll, wenn du hier stehen bleiben würdest. Wo du hingehörst. Gut, dann machen wir den nochmal. Haben wir ja sonst nichts zu tun, aber wenn Stufe 29 lohnt sich ja wenigstens. Gibt ein paar mehr Erfahrungspunkte. Wir haben schon das Hälfte unseren Level geschafft. Also ich freue mich schon auf Stufe 28. Bisschen mehr Power. Neue Skillpunkte. Unser hart erspartes Gold wieder rausschmeißen. So, das war nämlich die Kralle. So, dann müssen wir den mühsamen Weg leider wieder da hochgehen. Es gibt leider keine andere Möglichkeit, außer diesen einen Zugang. Haben keine andere Wahl. Aber zeitlich passt das alles. Und dann kann ich auch meinen Ruhestein benutzen. Weil dann sollte wirklich nichts mehr folgen. Was haben wir hier schönes? Magier. Oh, 29, Respekt. Jetzt ist er weg. Aber Gnome kann man schon gerne mal übersehen. Ach, da hinten. So. Na komm. Dich machen wir auch noch. Alles mitnehmen, was geht an Erfahrungspunkten. Ja, der hat mich sogar gebufft. Hab's gar nicht mitgekriegt. Ich habe keine Intelligenz bekommen. Jetzt haben wir noch geileren Mana-Wert. So, also hier ist der Raptor wieder respawnt. Also da ist der eigentliche Respawn-Punkt. Manchmal halt hier auch auf dem Weg. Aber der unten stört er zum Glück nicht. So, wieder hier rauf. Und dann müssen wir auf jeden Fall wieder an der Küste langlaufen. Weil dann wird die nächste Suche kommen. So, Gott, was nehmen wir denn? Bogen sollte... was hat mehr Silberwert? Bogen oder... Gott, das ist ein langweiliger. Ja, ich denke mal, der Bogen wird den höheren Verkaufspreis haben. Gut, das soll es hier gewesen sein. Das war die tolle Ausgrabungsstätte, in der ich immer gerne gewesen bin früher. Vom als Jäger kann man hier schön durchraschen und einfach nur Mobs farmen. So, bevor ich das hier wieder vergesse, irgendwo waren hier Handwerkswaren. Lust auf ein Glas? Sind es die Schafen? Ja. Brauch ja nur drei. So, Murloc-Flosse. Da ungerade Anzahl. Ach, ich weiß nicht, wie viele Murlocs wir noch töten müssen. Dann einmal Muschelfleisch. Was, einer hat keinen Punkt gegeben. Ich werd hier verrückt.
Was kann ich heute für euch tun? Fort mit euch. Ach Gott, ey. Die Flosse hat uns keinen Skillpunkt gegeben. Super. So, damit haben wir auch die Kochkunst quasi abgeschlossen mit 150. Ja, alles auf 150, außer natürlich die Schmiedekunst. Da fehlt uns noch ein bisschen. So, das habe ich erledigt. Dann gehen wir mal rüber in die Schmiede. Erstmal unsere paar Erze hier machen. Und mit Glück können wir noch einen Skillpunkt machen. So, mal gucken, wie viel bei rumkommt. Aber ist wahrscheinlich 5. Bei 5 10 Erz. Ich habe ein bisschen mehr Kupfer mittlerweile. Dann heißt das unterm Strich 2 neue Skillpunkte. Ja, Bergbau schleift so ein bisschen, ne? Weil uns halt die großen Vorkommen fehlen. Also Silber, Eisen. Eisen müsste ja auch schon gehen. Was uns halt Skillpunkte bringt. So, wir können 2 weitere Amschienen machen. Und ja, mehr leider nicht. Aber das läuft doch eigentlich ganz vernünftig mit unserer Schmiedekunst. So, dann bitte reparieren. Das kann weg, das kann weg. Der Bogen bringt immerhin 34 Silber. Das Rezept kann ich schon. Ja, lohnt sich aber jetzt nicht ins Auktionshaus zu stellen. Wie gesagt, das Quest kann jeder machen. Das gibt es auch irgendwo zu kaufen, das Rezept, ganz normal. Also nicht nur im Auktionshaus. Also da ja, wird man nicht wirklich von reich. Das Essen macht wie immer ausdauernd Willenskraft, wenn man es isst. Ja, und die Armschiene bringt uns leider nicht viel, weil da keine Ausdauer drauf ist. Ja, und der Rest sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Bleibt dabei. Hab noch ein paar Sachen für das Auktionshaus, für die Bank. Bleib sauber. Ja, damit haben wir, glaube ich, alles weitere getan, was man hier so noch tun könnte, bevor wir dann auf Stufe 28 dann wieder in Richtung Hauptstadt gehen. Gut, also, dann zeige ich euch schon mal die nächsten Quests, die dann folgen werden. Wir brauchen mal wieder Krokolisken. Krokilisken natürlich. Nicht 2 O, sondern nur 1. Heute. Und zwar, ja, hinter den Hütten der Murlocs, da waren wir ja schon. Die sind ja hier so im vorderen Bereich. Und dann hier, wo die Mühle war. War es eine Mühle? Windmühle? Ja, irgendwie da so ungefähr. Finden wir die größeren Krokodile. Und dann bauen wir die Moorkrabbler. Das wird nicht ganz so einfach werden. Wie gesagt, da müssen wir alle Wasserwege so mehr oder weniger ablaufen. Und da muss ich mal gucken, welche das sind. Das sind, glaube ich, die kleineren. Und diese halb unsichtbaren nachher müsste das Folgequest sein. Ja, also wird es auf jeden Fall feucht werden in der nächsten Folge. Ich lasse diese Folge jetzt mal nicht ganz so lang werden. Muss ja nicht immer euch mit 30 Minuten quälen. auf jeden Fall war es doch eigentlich sehr erfolgreich. Doppelfolge Ausgrabungsstätte. Ja, damit können wir doch sehr gut leben. Hat doch alles wunderbar geklappt. Auch wenn uns der gute alte Raptor Salatan, ja, ich habe gedacht, das wäre ein Raummob. Nein, es war kein Rare. Es war dann doch unser Questmob, den wir brauchen, aber das ging ja doch am Ende schneller als gedacht. Ja, ansonsten bleibt mir wieder nur zu sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, das wäre ganz, ganz, ganz cool. Ja, wer sich mit OBS und Webcam besser auskennt, kann gerne mal Feedback da lassen. Wie gesagt, ich würde gerne ja, eventuell auch mal eine Szene hier wechseln, dass ich dann ein Vollbild abmoderiere. Wäre ja auch nicht so verkehrt. Außer, dass ihr mich dann halt immer nur hier in der kleinen rechten oberen Ecke seht und ja, dann soll es das auf jeden Fall gewesen sein. Beim nächsten Mal grüßt dann schon Folge Nummer 60. Schöner Fortschritt hier in WoW Classic und dann ja, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Chris.